Na du alter Pfingstochse. Siehst du überhaupt was? Wen? Mich? Wo? Bist du blind? Ja. Ja? Es war zu viel Sonne gewesen, oder? Ich habe alle Burgheiler Kneipen durchgetestet. Wie viel Pfingstbier hast du getrunken? Eine Kneipe habe ich gefunden in Burgheile. Und? Welche war das? Jetzt, hier steht es. Gibt nur eine Kneipe. Ich bin der Grund, warum das Schwarzbier alle ist. Ja, Vanilleeis übrigens auch. Nee, wir haben hier ein Restaurant. Ich war im Restaurant. Was? Ich war nicht in der Kneipe, ich war im Restaurant. Ach so, ja. Nachdem ich raus bin, war es kein Restaurant mehr, dann war es nur eine Kneipe. Übrigens, ja. Also wir jetzt, ja. Normalerweise haben wir gesagt, wir machen feiertags keine Videos, oder? Deswegen sitze ich heute auch total motiviert hier. Ja, ich merke dich schon. Du bist so richtig angepisst. Oder wie, oder was? Hat dein Hund wieder was gemacht? Nein, der hat nichts gemacht. Ach so. Das ist alles gut. Wir freuen uns natürlich, dass Pfingsten ist. Pfingstmontag, so kurz vorm Ende der Feiertage. Aber vielleicht kann man, die Woche ist übrigens kurz, ja. Und dann mit dem Wetter, er hat das richtig cool hingehauen. Das war heute richtig warm, obwohl du das nicht angesagt hattest. Ja, na, so weit gucke ich ja nicht. Wenn ich Montag gucke, weiß ich doch nicht, was sonst für Wetter ist. Leid. Was erwartest du denn hier vom Wetter? Und wir haben beschlossen, dass wir doch Wetter machen, weil wir keinen Bock haben. Sag mal, stehen mir die Haare schon wieder so ab? Warum sagst du das eigentlich nicht? Hm? Weil ich mich nicht interessiert. Und säufst du schon wieder? Mm-mm. Ich lass nur laufen. Pfingstbier. Ja, jedenfalls haben wir gesagt, wir machen es lieber heute, dann brauchen wir es morgen nicht machen, weil wir haben morgen schon wieder andere Termine. Was? Du musst morgen arbeiten? Ja, ich darf. Du darfst? Hm? Ich habe ja immer frei, fast immer. Außer wenn ich arbeiten muss. Aber hier ist der Gruß der Woche, dass der kommt diesmal von einem Dessauer und das ist kein Pferd. Das war also Pferde gewesen, wisst ihr das? Nee. Zum Reiten waren die da. Nee? Nee. Doch. Weiß ich nicht. Ist mir nie vorgestellt. Aber der nicht, Schorsch aus Dessau, lässt mal hier seine Meinung ab. Bitte, Schorsch, dein Wort. Hi, hier ist der Schorsch aus Dessau. Ich bin hier gerade zu Besuch beim Lutz in Burgheide und wollte einfach mal den Wochengruß loslassen hier an alle in Burgheide und sagen, Burgheide News Again ist natürlich der absolute Burner. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Und möchte einfach mal alle grüßen in Burgheide und zusätzlich noch meine Familie, Schwiegereltern und Co. Und waren heute zu Gast noch im Fliegerheim zur Eröffnung. Also absolut tadellos, kann ich nur weiterempfehlen und besucht den Laden, solange es nur geht. Solange ihr könnt, geht hin, rennt in die Bude ein, kauft und esst und trinkt. Ihr seid die Geilsten. Danke. Hast du das gehört? Der ist stolz, hier in Burgheide zu sein. Schön, aber haben wir die Grenzen da? Sachsen-Anhalt schon wieder auf? Ja, vielleicht hat er sich ja so unterbuttelt, so mit so Gräben oder so. Weiß ich nicht. Boot über die Elbe gekommen. Nee, der ist mit dem Auto hier gewesen. Alles gut. Jo, dann möchten wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bei Jakina bedanken. Dankeschön, danke, Jakina, für die Unterstützung. Für die Unterstützung. Und ja, ich glaube, Herr Lutzer hat das heute im Pflegeheim alles schon weggehört. Nein, das stimmt nicht. Lass dir das nicht erzählen, Jakina. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch weiterhin Unterstützung kriegen, weil wir haben immer noch so viel vor und schaffen manchmal nicht aus technischen Gründen oder gleich mehr. Und mein Matze, der hat immer Hunger und Durst. Da trinkt hier mein Bier weg. Nee, ich kaufe das Bier extra für ihn übrigens, ja. Mhm. Weil ich trinke das gar nicht. Tja, danke. War ich letztens übrigens beim Netto. Auch danke sagen. Ja, bitte. War ich letztens beim Netto und da habe ich die letzten 6 Pullen Schwarzbier gekriegt und die habe ich nach Hause geschleift und habe mir für Matze die in Safe gepackt. 5 sind noch da. Hm. Schaffst du noch. So, aber nicht heute. Dann schaut mal hier, dieses Bild, ja. Wisst ihr eigentlich, was das war? Das ist uns natürlich zugespielt worden. Wir sind jetzt nicht mit der Kamera am Busch gewesen. Aber das war aus der Kategorie Blut floss in den Straßen von Burgheide. Richtig, genau. Von der kommt das her. Und zwar nach versuchtem Schwarzfahren hat eine junge Frau versucht, die Scheibe vom Bus einzuhauen und wollte fliehen. Und leider hat sie sich dabei so verletzt, dass die Flucht sehr, sehr kurz war und sie nun im Krankenwagen saß und die Polizei gegen sie ermittelt. Ja, das passiert. Ich kann nur empfehlen, lieber Schwarzbier als Schwarzfahren. Ich muss allerdings auch sagen, das ist schon ein bisschen witzig, ja. Wenn man anfängt, versucht, Busscheiben einzuschlagen, da gibt es ja extra Hämmer dafür, aber da kommt man doch nicht ohne weiteres raus, oder? Nee, es gibt auch ein schönes Lied, das heißt, handelt von Mäthämmern, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hat die junge Frau etwa das Fenster aufgehämmert? Ja, so. Was haben wir noch sinnvolle Beiträge? Ja, haben wir noch. Und zwar gibt es hier am Freitag um 12 Uhr war die große Eröffnung vom Fliegerheim. Endlich waren die Inzidenzen so weit runter, dass das Fliegerheim seine Außenplätze, Gastronomie öffnen konnte. Und wir waren natürlich als allererste dabei. Mehr du. Ich? Mehr ich.
Und was wir dort erlebt haben, das zeigen wir euch jetzt hier. Hallo, hallo, ey, ich bin's, der Lutze. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Passt mal auf, kommt mal mit, kommt mal mit. Mach doch mal auf, jetzt. Hallöchen, wir dürfen endlich wieder öffnen. Hallo? Wir haben wieder auf. War mal voll geil, oder? Ja, das war voll geil. Deswegen, ich trinke immer, ja, ja. Ich habe nicht getrunken, hast du gesehen, das Glas war nicht alle. Schaffen wir aber trotzdem, wenn wir es wollen. So, dann hatten wir noch ein großes Highlight die Woche. Das heißt, da war ich unterwegs. Und zwar ist es ja eigentlich nicht von der Woche, sondern diesmal in diesem Monat Mai gewesen. Und zwar FTM Service GmbH. Wem das nicht sagt, der Marcel Mika hier aus Borkheide hat eine Firma in Altborg und hat 10-jähriges Firmenjubiläum gehabt. Und da war ich dort gewesen, habe ein kurzes Interview gemacht, ein paar Bilder gemacht und habe seine Facebook-Seite ein bisschen bestückt. Und das Interview präsentieren wir euch natürlich auch hier. So, hallo Borkheide, hallo Welt. Wir sind hier auf dem Gelände der FDM Service GmbH. Und was wir hier genau machen, wird uns ja der Geschäftsführer, der Marcel Mika, heute mal erzählen. Marcel, weshalb sind wir heute hier? Ja, wir haben uns getroffen und wollten einfach ein kurzes Interview führen. Wir haben nämlich heute, oder ich sag mal jetzt in diesem Monat, unser 10-jähriges Betriebsjubiläum. Und da habe ich mit Lutze Kontakt aufgenommen und wir haben uns überlegt, dass wir uns mal hier treffen. Genau, 10 Jahre FDM Service GmbH ist ja noch nicht 10 Jahre GmbH, aber seit 2 Jahren GmbH. Genau. Und ihr habt jetzt circa 13 Mitglieder, Mitarbeiter, genau, mit dir zusammen. Also 10 Vollzeitangestellte, dann mich als Geschäftsführer und noch ein paar Teilzeitangestellte. Genau, was macht ihr hier genau, außer Feuerwehren reparieren? Ich sag mal, unser Hauptaugenmerk ist natürlich die Reparatur und die Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnik, speziell Hubrettungsfahrzeuge. Dann sind wir in dem Bereich THW, da betreuen wir eine Ortsgruppe und haben auch sonst einige Aufträge vom THW. Dann ist noch mit auf unserer Liste die Instandsetzung und Wartung von Rettungswagen. Ja, das ist eigentlich so unser Hauptgebiet. Ja, und ein großes Standbein ist die Vermietung von Feuerwehrfahrzeugen. Genau, ihr seid noch fleißig am Wachsen. Wir sehen ja hier im Hintergrund eine Riesenhalle, die du hier hingebaut hast. Die stand ja noch nicht, die ist noch nicht so alt, 2 Jahre, 3 Jahre. Genau, also die haben wir Anfang letzten Jahres in Benutzung genommen. Gut, wir bringen über die FDM Service GmbH sowieso noch mehr. Erstmal so viel, eine große Party ist leider nicht geplant. Nee, leider nicht. Also, weil ich hätte mich natürlich gerne mit einer Feier bei unseren Kunden, bei unseren Mitarbeitern, bei der Familie natürlich, die auch immer mir kräftig zur Seite gestanden haben, hätte ich eigentlich gerne ein kleines Dankeschön gemacht. Aber das werden wir verschieben. Ich denke mal, wird wahrscheinlich eher in Richtung nächstes Jahr laufen und dann werden wir die Halleneinweihung zusammen mit dem dann 11-jährigen Jubiläum feiern. Jo, wir wünschen noch viel Erfolg weiterhin hier mit deiner Firma. Wir haben ja hier ein paar Bilder mit eingeblendet und mal sehen, was in den nächsten Jahren noch so kommt und geplant ist. Ja, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, tschüss. Tschüss. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, lieber Marcel. Ich konnte leider nicht mit, ich musste noch ein bisschen arbeiten. Du musst herzlichen Glückwunsch sagen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Sieht er, geht doch. Geht doch. Ja. Muss ich halt. Ja. Keine Brille auf. Ich dass sehe du noch mindestens 20 Jahrzehnte weitermachen kannst. Matze, ja, setz doch mal diese dunkle, finstere Tint da ab. Du siehst doch nichts. Vielleicht will ich auch gar nichts sehen. Ja.
Wir hoffen noch auf eine riesengroße Party. Sind wir natürlich dicke dabei, glaube ich mal. Ja, wir laden uns natürlich ein. Kennen wir ja nichts. Wir sind dick dabei. Genau. So. Und dann ich hatte in der E-Mail eine Info vom Waldbad. Matze, du kennst doch das Waldbad, oder? Warst du schon mal da? Nebenläufig zwangs. Wie heißt das? Die machen noch nicht auf, das ist noch nicht ganz so klar. Aber? Ja, wir können ja noch nicht aufmachen, aber natürlich hat sich in dem letzten Jahr auch die Situation in der Grünanlage etwas verändert und das Unkraut sprießt wie wild. Und es gab ja auch schon eine E-Mail an die Vereinsmitglieder, dass man sich bitte über die E-Mail-Adresse außenanlagen@waldbad-burgheide.de wenden kann, wenn man Zeit und Ressourcen hat und natürlich auch das Arbeitseinsatzgeld sich wieder rausverdienen möchte. Unsere Grünanlagenverantwortlichen. Der Akku ist alle. Der Akku von dem Licht ist schon wieder alle. Schon das zweite Mal in 4 Wochen nutze. Auf jeden Fall kann man sich über den Christian Tippmann unter eben benannter E-Mail-Adresse kann man sich hinwenden an den Christian und der würde dann die Arbeitseinsätze in Einzel, natürlich mit Abstand etc., in Einzeltätigkeiten anleiten. Wieso mit Abstand? 27,7? Das geht doch weiter. In einer Woche sind wir bei 5. Das ist gut so. Ja, das kann auch bei. Und in anderthalb Wochen sind wir bei minus 20. Ich habe ja irgendwann mal gehört, bei 35 wäre ja alles top und Schluss, aber jetzt hat irgendein komischer Gesundheitskasper gesagt, ja, wir müssen auf die 20 kommen. Da denke ich mir wieder. Minus 20 hat der gesagt, der hat vergessen, ein Minus davor zu setzen. Falsches Thema. Ja, genau. Okay, das wollen wir heute gar nicht so weit erörtern. Wir haben da tatsächlich unsere persönliche Meinung drüber. Rückwärts zum Fliegerheim nochmal betrachtet. Herzlichen Dank, sagt das Fliegerheim an alle Gäste dieses Wochenendes, die dafür gesorgt haben, dass jegliche Vorräte schon fast runter sind. Auf jeden Fall ist Vanilleeis, das ist auf komplett weg. Beim Schwarzbier habe ich geschwächelt, ich habe es nicht geschafft, ist noch was da im Fass. Ich war da, habe heute einen halben Liter Bier getrunken, 2,5 Liter Bier. Dunkel. Duckstein oder? Duckstein. Ja, dann. Oberlecker. Und wir saßen in der Sonne und sofort Farbe gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum so eine komische rote Haut gekriegt hier. Ich saß heute auch in der Sonne, siehst du? Komplett rot. Stell dich da vielleicht runter. Runter, das Zeug. So blasse Kiste. Du siehst aus wie eine frische weiße Kellerjacke. Ja. Ja? Ja, man nennt das Kellerbräune. Jo, dann hat Matze irgendwann geschrieben, Starlink. Ist das jetzt ein Internetspiel? Nee, aber habe ich gestern Abend draußen gesessen am Feuer, an der Tonne, an der Ghetto-Tonne. Und irgendwann drehte sich meine Frau rum und sagte, guck mal da. Und dann siehst du hier ein Bild. Ja. Also jetzt mal ein Bild, Video haben wir nicht gemacht, war zu dunkel. Da gab es mal wieder so eine Reihe Starlink-Satelliten von hier Elon Musk, die da durch die Gegend geflogen sind und sich in ihre Ausrichtungsposition begeben haben. Okay. Habe ich vorher noch nie gesehen. Interessantes Schauspiel. Okay. Gut, dann sind wir ja fast durch. Wir wollen ja noch ein bisschen Party machen heute, glaube ich, oder? Was? Doch, ich mache ja noch einen Grill an, habe ich über das Wetter, ist geil. Ach so, ja Mensch, Wetter, wie sieht's denn aus? Du hast ja echt mit Wetter voll daneben gehauen, weil es besser geworden als angesagt. Da freut sich der Nutzer. Und wie sieht's aus, die kommenden Zahlen? Ich würde mal sagen, wir gucken nicht zur nächsten Woche, sondern gleich Woche. Sondern jetzt das Bild. Komm, jetzt das Bild. Okay, hier ist das Bild. Ja. Da ist es. Und gucke da, die nächsten 3 Tage sind sehr gut für den Garten. Es regnet. Ja, es ist sehr gut für den Garten. Weil danach, vom 28.05. bis in den Juni rein, sieht es mit Regen sehr schlecht aus und die Temperaturtendenz zeigt erstmal nach oben. Natürlich ist da nach hinten immer ein gewisser Spielraum, plus, minus etc. Aber eigentlich sieht es positiv aus. Es wird endlich Sommer. Können wir endlich die Winterklamotten wegschmeißen? Na komm, wir haben doch schon mal sehr schöne Tage gehabt jetzt. 3. Und danach 4 Wochen Regen und Schnee und Eiseskälte und Graupeln und. Schnee hatten wir auch. Ja. Ja. Und wie sagt man auch, es war interessantes Wetter. Gut. So, nun wollen wir euch nicht weiter löchern. Ich glaube, wir haben unser Thema heute abgegolten für heute. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Du möchtest schlafen gehen und ich will noch den Grill anmachen. Möchtest du mit grillen? Mm-mm. Du bist so müde. Mm-mm. Möchtest nicht mit mir grillen? Ich war doch gerade im Fliegerheim essen. Ich kann schon nicht. Wieder? So, okay. Gut, also, Mats ist schon im Tiefschlaf. Ich muss ja mit dem Fahrrad noch nach Hause. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute, genießt die Woche und wie immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Und tschüss. Du Pfingstochse.